Tag und auch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rise of the Vikings. Die 20. ist es. Es ist soweit, wir haben den ersten Mod drin. In der letzten Folge haben wir ihn bestimmt. Der Throwable Torches Mod. Und ja, was kam neu hinzu? Kann das mal einer von euch erklären, was so denn neu jetzt durch den Mod wieder hinzugefügt wurde? Kann man Kugelfische nicht braten? Nein, Kugelfische sind nur zum, das ist Braun da. Da kann man Unterwasseratmungstrank mitmachen. Für lächerliche Dinge. Wusste ich auch noch nicht. Hat einer ein bisschen Essen? Ah, ja. Ja, dann könnt ihr jetzt mal erklären, was denn so neu ist mit dem Throwable Torches Mod. Ja, wenn wir dann mal Slimes gefunden haben und sie getötet haben und Slimeball rausbekommen haben, kann man Throwable Torches bauen. Und damit kann man Torches werfen und die bleiben dann an Wänden heften. Und ja. Haften. Entschuldigung. Also Fackeln für die jüngeren Zuschauer. Ja. Ja, genau. Was lustig war, ich habe mir dann dazu das Video angeguckt. Das war einfach so ein kleines Kind, das war glaube ich 5, das das Video gemacht hat. Mit Facecam. Ja, das finde ich schon nice eigentlich. Das hat ein ziemlich nices Intro. Also ist zwar kein geiles, ist zwar nicht so ein krasser Mod, aber mit so ganz jungen ist es schon auch trotzdem nicht schlecht, finde ich. Was hat der gemacht? Throwable Torch? Ja. Der hat den Mod konstruiert. Nein, nicht konstruiert. Ach so. Video dazu gemacht. Ach so, ja, okay. Ja, dann. Was mich gewundert hatte, so ein 5-jähriges Kind. Voll die hohe Stimme so. Ah, na, 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 na. Ah, na, na, na. Hä, ja, und jetzt? Ja, und dann noch mit Facecam. Wahrscheinlich hat das Kind eh so 100.000 Abonnenten. Ja, ein 5-jähriges Kind mit Facecam finde ich krank, Billy Baldo. Ja, ich auch. Ich finde das gut, wenn sich so ein junges Kind da hinsetzt und sich Mühe gibt. In seinem Zimmer setzt und nichts und anderes zu tun hat. Und ich glaube nicht, dass das selber war, sondern dass einfach der Vater oder sowas das Kind da hingesetzt hat und er gesagt hat, dass er das machen und den Rest einfach selber gemacht hat. Weil das Kind hat immer nach links rüber geschaut. Ja, Alter, genial. Da jemand daneben sitzen. Wie bei diesem komischen Ding da hier, Video, wo Charlie bit my finger. Ne, Charlie bit me. Wo die so richtig viel, wo die richtig viel Geld gemacht haben damit mit ihren Kindern. Die Schweine. Ich glaube, ja nicht. Ich glaube, aus dem Grund kriege ich auch Kinder. Damit du deine Kinder ausnutzen kannst. Ja, ist genial. Okay, ich gehe jetzt mal auf die Suche nach Slimes, okay? Ja, also ich kann dir die Koordinaten ja nochmal schicken. Kakaobohnen. Ah, wenn ich einen Urwald finde, dann hole ich mit. Bring mit. Wir wollen ja nur eine Kakaobohne, sag ich mal, ne? Ja, nimm trotzdem 2-3 mit und schön Holz und ein paar Setzlinge. Also, Tabo, Sache an. Warte. Schreib's in den Chat am besten. Na, dann werden die Folgen bei mir vielleicht etwas langweiliger, nicht, aber... Doch, auf jeden Fall langweiliger. Nee, ich glaub nicht. Die Jungs, die können euch unterhalten. Die Süßen. Nee, nee. Wieso, was machst du denn jetzt? Nein, ich such Slimes. Hallo, Timo. Wo bleibt deine Ansage? Timo ist, Ben Afka. Bist du offline? Timo? Hallo? Ja, sag an. Cool. Also, ich muss erstmal das Bild öffnen. Hallo? Ja, wie lange dauert das denn bei dir? Ja, nicht so lange, aber ich hab's gerade mit Photoshop geöffnet. Das ist halt dumm gewesen. Schreib's in den Chat. Bitte. Ich weiß auch gar nicht, welches ich hier schicken soll. Du sollst keins schicken, du sollst mir es einfach in den Chat schreiben. Und Timo. Ach, schon wieder, scheiß. Junge. Wie bei du. Lass mir deine Geduld. Ah, ich nehme mir das Pferd mit, fällt mir gerade ein. Okay. Ja. Was hab ich? Schon tot. Das hab ich aber, ist egal. Hä, ich dachte, du wärst in der Höhle. Hä? Ich bin noch nicht was zu Hause gewesen. Er geht mit dem Pferd in die Höhle, was ist das denn? 161 minus 1993. Da ist Minus, hier ist... auch Minus, das heißt, ich muss... Aber schön, Plus. Kannst du 2000 Blöcke in eine Richtung gehen.
Das hat, dafür so. Habe ich 4 Stunden gebraucht, 4 Folgen gebraucht, um da überhaupt hinzukommen. Ja, du bist doch blöd. Ja, wie, ich bin auch blöd. Ne, ich bin gerade ausgegangen, da war einfach ein Riesensee. Das dauert einfach sau lange. Wenn man weiter gerade ausgegangen ist. Deine Ausdrucksweise ist scheiße. Vor allem, wenn du es erstmal finden musst. Was hab ich denn gesagt? Das ist was anderes. Das ist einfach nur blöd. Das ist doch einfach nur blöd. Ne. Du bist einfach nur blöd, hab ich gesagt. Ja, bin ich ja. Nicht. Ja, aber wenn du es erstmal finden musst. Ja, jetzt wo du die Koordinaten weißt, ist klar, dass du in 5 Minuten hinkommst. Aber ja, siehst du, aber er hat gesagt, er hat diese Strecke von hier bis da innerhalb von ja, so und so viel. Ja, dafür brauchst du schon allein 5 Minuten, mehr als 5 Minuten. Das ist 2000 Blöcke. Ja, aber man muss ja sowieso erstmal den Weg finden. Ja klar, aber er hat ja gesagt, er hat ja nur gesagt, für die eine Strecke, für die 1000, er hat nur gesagt, für die 1000 Blöcke hat er so und so viel gebraucht, oder für die 2000 Blöcke. Das heißt, ja, er hat nicht das... Habe ich 4 Folgen gebraucht. Nee. Das, ja, das hast du danach gesagt, dass du dich korrigiert hast. Dann ist es richtig, dann ist es in Ordnung. Ja, ist ja. Keiner versteht das so wie du. Weil du einfach nur blöd bist. Halt die Fresse, ich hab's... Ihr könnt mir nicht gegen argumentieren, außer wenn du einfach nur sagst, du bist blöd. Nee, also nur durch Beleidigung. Ja, ich nur durch Beleidigung. Deine eigenen Waffen kaputt. Ja, ganz ehrlich, das ist so armselig. Der ist schlau. Ne, ich werde auch nicht mehr reden. So wie Tamer letzte Folge. Ja, vorletzte Folge. Gerne. Also, du nimmst da auf, aber das. Ja, das hat ja nicht nur aufnehmen zu tun. Nee, hat ja auch nichts mit dir zu tun. Weil ja, du bist. Hä, was war das denn jetzt für eine Begründung? Ja, wenn du dumm bist. Ja, was ist das? Das schon Begründung genug. Wenn man dumm ist, dann sagt man nichts. Ja, das ist schon richtig. Danke, dass du auch das verstehst, Tamer. Finde ich gut von dir. Begründet man alles immer komisch, dass es keiner versteht. Hey. So was keiner annimmt. Keine stichhaltigen Begründungen. Ja, aber du. Ja, ist stichhaltig. Ja, okay. Haben wir das ja jetzt auch wieder geklärt. LOL, wenn man... Ich finde es... Ich find's cool, jetzt 4 Stunden Aufnahmesession. Wie lieber du redest, nicht? Ach, von mir aus gerne. Den will keiner an den Typen. Ja, bestimmt, Timer. Wegen mir und Killerbohne, die sowieso 90% der Videos machen, gucken überhaupt die Leute unsere Videos. Ja, komisch, dass eure Videos nicht so viel aufgefahren wie meins. Okay, Killerbohnen haben ja noch mehr als seine. Ja, okay, mir fast. Und welche Killerbohnen-Videos? Killerbohne hat nur Videos, wo ich auch mit dabei bin. FIFA? Ja. Schon stark. 2 Folgen, wo ich nicht dabei bin. Ja, und eine Folge hat davon schon mehr als 200 Aufrufe. Und was mit Dark Souls? Wir haben immer nur so 10, 15 Aufrufe. Na, ich habe aber eine Folge, die 300 Aufrufe hat, also. Ja, wie kommt das wohl? Weil ein Typ die ganze Zeit weiter Kommentare unterschreibt. Na, wie kommt nur, dass deine Videos so viel Aufrufe haben, oder? Weil du immer Scheiß. Abo für Abo machst und Klick für Klick. Ja, und? Ne, Klick für Klick, sowas gibt's gar nicht. Doch, du hast es neu erfunden. Ich meine, ich achte dich ja dafür, gute, aber. Gute Konversation. Finde ich auch. Interessant. Auch für die Zuschauer. Ja, doch. Wir wissen, was unsere Methoden sind. Was packt denn das Schiff so rum? What the fuck? Ja, Pferde geben gar kein Fleisch. Nur Leder. Hast du schon in der ersten Folge festgestellt? Pferde geben kein Fleisch. Ja, ich weiß. Was sind die Koordinaten vom Home? 1. Du Scheiße, passt hier wirklich. Billy. Ja. Was sind die Koordinaten vom Home? Ich bin nicht zu Hause, ich weiß es nicht. Einmal, was sind die Koordinaten vom Home? Ich bin auch zu Hause, aber ich kann es dir sagen. Minus 113, 292. Herr Tam, auf dem Weg ist schon vorher ein Dings. Ein Sumpf. Alter, ist ja direkt um die Ecke.
Oha, backt das rum. Ich bin gerade, also direkt vor der Insel ausgestiegen bei mir und dann wurde ich einfach so 40 Blöcke zurückgebackt. Der backt so bei Willi Baldo. Ja, nur wenn ich Schiff fahre irgendwie. Achso, du bist mit dem Boot unterwegs, sehr gut. Ich bin nur über Land gegangen. Mal jetzt ein Bild von den Cordis. Trotzdem kannst du erstmal lange warten, bis da überhaupt irgendwas kommt. Nee, Weil eigentlich es mit nicht. der Mondzeit zusammenhängt. Überhaupt nicht. Doch, kannst du Nein. auf Minecraft Wiki nachgucken. Das ist so ein Schwachsinnig. Nee. Doch. Ich war ja die ganze Nacht da, deswegen ist ja nichts passiert. Na, du hast deinen Slime gefunden, einen kleinen. Kein Baby-Slime. Ja, Ja, einen kleinen Babyslime, einen. also. Ist doch schon ein Erfolg. Nee, sehe ich nicht so. Ja, ganz ehrlich, du brauchst immer das Ganze, ne? Du kannst dich nicht an den kleinen Ja, Dingen dafür, dass ich erfreuen. so lange, 4 Folgen lang reise und dann nur ein Slime, ist ja gar nichts. Ja, da muss man sich auch mal zufrieden geben. Nee, mach ich aber nicht. So, wir können jetzt hier die ganze Zeit rumhängen und die nächste Folge ansagen. Wir verabschieden uns von dieser Folge. Danke fürs Zuschauen Tschüss. und viel Spaß noch bei weiteren Folgen. Gib doch mal ein Like oder ein Abo oder alles. Dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.